Ah, endlich angekommen. 2 Stunden bin ich mit dem Ding gefahren. Jetzt sind wir hier. Willkommen zur UNN-Rekrutierungsstation Ramsey Center. Bitte Vorsicht beim Aussteigen aus dem Zug. Die Antigravschächte am Ende der Halle bringen Sie zu den Trainings- und Rekrutierungszentren auf Straßenebene. Bitte gehen Sie zu den Antigravschächten. Okay, werde ich gleich machen. Ich schaue mir aber erst nochmal die Gegend hier an. Weil hier war ich nämlich noch nie gewesen. Was denn das hier überhaupt für eine Sauerei hier? Ein umgekippter Mülleimer hier, das sieht auch nicht gerade gesund aus. Was mit dem hier? Die kontrollieren, das sieht irgendwie ein wenig tot aus. Ich wollte doch heute meine Ausbildung anfangen, aber... Sieht aus, als wäre ich der Einzige, der sich dafür für sowas interessiert. Naja gut, wir gehen hier rein. Training and Recruitment, da sind wir richtig, da müssen wir hin. Zur Straße, okay. Gehen Sie in den Antigravschacht, um zum Rekrutierungszentrum auf der Straßenebene zu kommen. Alles klar. Ah ja, wir sind angekommen. Oh, hier war ich wirklich noch nie. Sieht aus wie Chinatown. Hier, Sandman Audio. Auch interessant, was es da alles gibt. UNN, da möchte ich hin. Bevor Sie Ihre Karriere wählen, sollten Sie einige grundlegende Fähigkeiten erwerben. Gehen Sie zum Grundausbildungszentrum. Wenn Sie die Grundausbildung abgeschlossen haben, können Sie zum Trainingsbereich für Fortgeschrittene gehen. Okay, was er natürlich nicht weiß, dass ich vor einem Jahr schon die Grundausbildung gemacht habe. Das heißt, wir gehen direkt zum fortgeschrittenen Training. Wenn Sie die Grundausbildung beendet haben, können Sie hier mit den fortgeschrittenen Lektionen anfangen. Dabei machen Sie sich mit den 3 Hauptbereichen des Militärdienstes vertraut. Waffentraining, Technikausbildung und Schulung der PSI-Kräfte. Gehen Sie zum jeweiligen Cyberterminal, um sich im gewünschten Bereich ausbilden zu lassen. Wenn Sie das Training in den 3 Fachbereichen abgeschlossen haben, können Sie weiter zum Rekrutierungszentrum, um mit Ihrer militärischen Karriere zu beginnen. Okay, also für PSI interessiere ich mich eigentlich wenig. Technik auch nicht. Ich bin hier, um Marine zu werden und deswegen möchte ich eine Waffenausbildung machen. Anfänger. Falls Sie erfahren wollen, was man über Waffen wissen will, bevor man zu den Marines kommt, treten Sie näher. Wir suchen einige gute Männer. Willkommen an Bord. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie man mit Feuerwaffen umgeht. Heben Sie die Pistole und das Magazin vom Tisch auf. Sie können die Waffe auf 2 Arten aktivieren. Rufen Sie Ihr Inventar auf und ziehen Sie die Pistole in das Waffenfeld rechts oben. Falls das zu langsam ist, können Sie auch Tastaturkürzel verwenden. Drücken Sie 2. Wenn sich die Pistole in Ihrem Inventar befindet, wird sie automatisch aktiviert. Um die Munition zu laden, drücken Sie R oder klicken auf die Nachladetaste unten rechts. Sobald Sie die Waffe geladen haben, schießen Sie auf den Zielroboter, indem Sie im Schussmodus die linke Maustaste drücken. Sie sehen, wie seine Gesundheitsanzeige kürzer wird, je öfter Sie ihn treffen. Ausgezeichnet. Ich hab's also immer noch drauf. Aber es ist schon interessant gemacht hier bei der UNN. Alles in diesem simulierten digitalen Trainingscamp. Ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt hier. Manche Objekte müssen aufgeladen werden, bevor man sie benutzen kann. Heben Sie die Laserpistole auf. Aktivieren Sie jetzt die in der Nähe befindliche Aufladestation. Die Ladestation wird alle stromverbrauchenden Objekte aufladen, seien es Waffen oder Batterien. So, ich habe mir eben die Laserpistole geholt vom Tisch. Dann werde ich die auch mal ausrüsten. Ist auch nicht schlecht. So, die kann man nicht nachladen, die kann man nur aufladen. Dann laden sie gerade nochmal hier auf. Waffen sind nicht wie edler Wein. Sie werden nicht mit zunehmendem Alter besser. Der farbige Punkt rechts unten zeigt Ihnen den Zustand Ihrer Waffe an. Grün ist gut, rot ist schlecht. Um Abnutzungseffekte zu beheben, kann ein Soldat mit Wartungsfähigkeiten mittels eines Wartungswerkzeugs den Zustand seiner Waffe verbessern. Nehmen Sie einfach das Werkzeug, öffnen Sie Ihr Inventar und ziehen Sie das Werkzeug auf die Pistole. Denken Sie daran, dass Wartungswerkzeuge nur je einmal eingesetzt werden können. Pistole ist wieder ganz. Okay, habe ich kapiert. Das war aber eine kurze Ausbildung. Dann gehen wir wieder zum Ausgang.
Gut gemacht. Jetzt sind Sie bereit für die Marines. Sehen Sie sich die anderen Trainingsbereiche an, bevor Sie sich verpflichten. Vielleicht nützt Ihnen das später. Ja, nee, mache ich jetzt nicht. Wir gehen direkt weiter zum Recruitment Center. Hier entscheiden Sie sich, Soldat. Sie verpflichten sich für eine der drei Waffengattungen. Sobald Sie sich für eine entschieden haben, gibt es kein Zurück. Ein Shuttle bringt Sie zu einer UNN-Orbitalstation, wo Ihnen Ihre jährlichen Dienststellen vorgestellt werden. Viel Glück. Okay, wir wollen zu den Marines. Okay, wir sind hier im Trainingscamp. Der sagt gar nichts, der Kerl. Dann gehe ich einfach mal weiter hier. Ah, hier geht's lang. Willkommen auf der Raumstation Wake Island, Soldat. Sie haben also die Grundausbildung in Camp Lejeune überlebt. Sie haben dabei sogar einiges über konventionelle Waffen gelernt. Aber jetzt wird es ernst. Sie werden in den nächsten 4 Jahren an 4 Dienstorte versetzt. Das Marine Corps verlangt viel von seinen Soldaten, ist aber auch großzügig. Sie können ihre Dienstorte selbst wählen. Gehen Sie zu den Shuttlehallen im Zentrum der Wake Island und sehen Sie, was Ihnen bevorsteht. Wenn Sie etwas finden, das Ihnen zusagt, begeben Sie sich in die entsprechende Halle. Viel Glück. Danke, deswegen bin ich hierher gekommen. Mein Traum war es, Marine zu werden, und den möchte ich mir jetzt erfüllen. Oh, hier ist verschlossen. Da stehen zwei Leute wie angenagelt. Es werden doch wohl keine Beamten sein. Ne, die würden ja liegen. Stimmt ja auch wieder. Oh, hier gibt es jetzt 3 Sachen zum Auswählen. Ein Artillerietraining. Artilleriekadett auf dem Versorgungsschiff Galo. Ein IO-Überlebenstraining. Oder ein Guadalcanal-Schwerelosigkeitstraining. Nun, wir gehen zum Artillerie-Training. Wenn Sie gerne mit Sprengstoffen arbeiten, ist dieser Auftrag für Sie wie geschaffen. Es gibt zwar schwere Arbeit, aber die Munitionsexperten haben die erste Wahl unter den Spirituosen und anderen guten Sachen, die an Bord des Nachschubschiffs Gallo kommen. Durchladen! Jawohl, das ist die Hauptsache. 12. Februar 2112. Ihre Dienstzeit an Bord der UNN Galo ist vorüber. Na, Soldat, Sie haben schon interessiertere Jahre erlebt. Interessantere Jahre erlebt, was? Wenn Sie jemals wieder eine UNN-Kiste sehen, werden Sie sich erschießen. Aber Sie haben die Zeit gut genutzt und Ihre Muskeln gestählt. Sie haben +2 Stärke hinzugewonnen. Jahr 2. Auch hier wieder Beamte. Aber deswegen gehen wir zu den Marines, weil wir wollen dahin, wo die Action ist. So, hier gibt es wieder 3 Möglichkeiten. Port MacArthur Schießstand, JM-432 Asteroiden Außenposten oder Antigua Artillerieoffizier. Beim Dienst auf der Antigua können Sie einiges in Sachen Nahkampf mit Strahlenwaffen von Artillerie-Sergeant Malloy lernen. Aber Vorsicht, sie ist ein Knochenschinder. Okay, nee, da möchte ich nicht hin. Die automatischen Asteroidenbergwerke im Sektor JM-432 versorgen die UNN-Werften, sind also militärisch enorm wichtig. Sie stellen aber auch beliebte Ziele für Hacker dar. Irgendjemand hat sich in den primären Datenstrang eingekoppelt und man braucht nun ein Team, das dorthin fliegt und sich durch die automatischen Abwehrsysteme kämpft. Okay, aber auch da möchte ich eigentlich nicht hin. Übungsmunition, scharfe Munition, bewegliche Ziele, starre Ziele, lebendige Ziele. Das Trainingszentrum in Port MacArthur hat genug Hardware, um das Herz jedes Ledernacken zu erfreuen. Und genau deswegen gehen wir dahin. Februar 2113. Es ist an der Zeit, Port MacArthur zu verlassen und zur Wake Island Station zurückzukehren. Sie mussten unzählige Patronenhülsen aufsammeln und neu füllen. Manchmal durften sie sogar bei Manövern das Ziel spielen. Trotzdem kann man nicht in ein Jahr auf Mac verbringen, ohne irgendwas zu lernen. Sie wissen nun eine Menge über konventionelle Waffen, was sogar die Techniker auf Mac beeindruckte.
Sie haben plus 2 konventionelle Waffen hinzugewonnen. Ja, 3. Unsere Ausbildung geht weiter. 3 Jahre, 2 Jahre sind schon rum, wir befinden uns im 3. Jahr. Und nun müssen wir wieder eine Entscheidung treffen. Berater für Schiffssysteme auf der Antigua. Polydies Trainingsstation. Oder die UNN Ehrengarde. Der Kolonialraumdienst erhält die schlechtesten Schiffe der Flotte und Antigua kriegt die allerschlechtesten. Während ihres Dienstes auf der Antigua werden sie viel über defekte Maschinen lernen, falls das ganze Ding nicht vorher hochfliegt. Also hier lerne ich definitiv was über Reparatur. Wir schauen mal hier, was es hier gibt. Die Polydies Handelsstation war schon lange ein Zentrum des schwarzen Markts. Allerdings haben sich die Schwarzhändler bisher nicht in das Management der Station eingemischt. Neuesten Berichten zufolge wurde allerdings die politische Führung von Polydies gestürzt und die Station wird nun von einem selbsternannten Magnaten beherrscht. Dies muss sich ändern und deshalb brauchen wir Marines auf der Station. Dort lerne ich, wie man Sachen modifiziert. Das ist durchaus interessant, aber möglicherweise ist die Reparatur dann doch wichtiger. Das Amt des UNN-Generalsekretärs benötigt eine Gruppe von Wachsoldaten. Wenn nicht viel los ist, stehen sie nur in einer eleganten Uniform herum. Aber wenn es losgeht, müssen sie möglicherweise einen Angriff von PSI-Terroristen abwehren. Also hier lerne ich Sachen zu warten. Ich entscheide mich für das Reparieren. Der Kolonialraumdienst erhält die schlechtesten Schiffe der Flotte und Antigua... 9. Februar 2114. Kehren Sie sofort zur Wake Island Station zurück. Ihre Dienstzeit auf der UNN Antigua ist vorüber. Sie hielten die Antigua 6 Monate am Laufen, als Systeme täglich ausfielen. Aber das echte Problem kam erst, als die Häftlinge an Bord rebellierten. Nach 2 Tagen hatten sie alles unter Kontrolle, aber es dauerte lange, bevor der Sprengstoffgestank aus den Luftfiltern verschwand. Dabei lernten sie, wie man diese repariert. Sie haben plus 1 Reparatur hinzugewonnen. Vorsicht! Ich erhalte seltsame Signale von der Radarschüssel vor dem Fenster. Sie ist instabil geworden, weil... Schnell! In Deckung! Wo bin ich hier? Druckverlustgefahr im Flur. Hier ist Blut. Sofort evakuieren. Ich muss mich hier erstmal umsehen. Da hinten ist eine Leiter versteckt, aber da komme ich nicht hoch. Da blockiert was. Den Weg. Oh, da liegt jemand. Der hat einen Schraubenschlüssel dabei. Was man mit einem Schraubenschlüssel alles machen kann. Ich denke mal, den nehme ich erstmal in die Hand. Wer weiß, wofür wir den gebrauchen können. Oh, hier ist nichts mehr. Vielleicht kann ich ja das Ding irgendwie hier... Ja, genau. So geht's. Ah, so komme ich auch die Leiter hoch. Gut. Wir sind auf der von Braun. Der gesamte Sektor verliert Druck und das blaue Vakuumschild hält nicht mehr lange durch. Sie müssen durch eine sichere Luftschleuse, bevor sie in den Raum hinausgesaugt werden. Schnell! Jetzt habe ich einen Brocken abbekommen. Wir sollen uns auf jeden Fall beeilen. Oh, eine Zugangskarte. Informationsterminal. Das Cyber-Interface. Viele ihrer normalen Bewegungen werden durch das Cyber-Interface unterstützt. Ihr Interface hat 2 Modi. Ach, das haben wir doch damals schon in der Grundausbildung gelernt. Vor 4 Jahren, ich erinnere mich noch gut. Ach, dafür brauchen wir auch die Zugangskarte, die wir eben gerade gefunden haben. Da liegt schon wieder jemand. Was ist nur passiert hier? Der hat ein Audiolog dabei. Das werde ich mir gleich mal anhören. Verdammt, ich muss schon wieder den Zugangskarte...
Code für Kryo-A ändern. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Ich glaube, Krassi macht es Spaß, mir Arbeit aufzuheißen. Ich stelle den neuen Code auf 45100 ein. Das ist leicht zu merken. 45100. Ja, und die Tür geht nur mit Zahlenschloss auf. Also mit Zahlencode. 45100. Und die Tür geht auf. Super. Was ist hier los? Also irgendwas ist hier mächtig faul. Es wird Zeit, dass ich irgendeine gescheite Waffe finde oder sowas, glaube ich. Schauen wir mal, was es hier gibt. Hier geht's nicht weiter. Warnung. Druckverlust steht unmittelbar bevor. Begeben Sie sich sofort zu Kryo-Erholungsraum B. Druckverlust steht unmittelbar bevor. Bin ich hier runtergestürzt. Und hier ist noch ein Schraubenschlüssel. Nehmen wir auch mal mit. Diese Batterie ist leer. In der Nähe müsste sich eine Ladestation befinden. Wenn Sie sie aktivieren, werden alle Ihre elektrischen Geräte aufgeladen. Nachdem die Batterie wieder geladen ist, müssen Sie sie in das Hilfsenergiemodul stecken. Dann öffnet sich die Schleusentür. Beeilung, die Vakuumabschottungen halten nicht mehr lange. Das weiß ich, wer auch immer du bist. Aber die letzten 4 Jahre habe ich ja auch nicht nur geschlafen. So, wir nehmen die Batterie, wir haben sie eben gerade aufgeladen. Und packen die hier rein. Und damit geht hier die Tür auf. Gut, Sie haben es geschafft, bevor die Luft aus dem ganzen Bereich entwichen war. Ich habe Ihnen gerade Cybermodule übermittelt. Sie können damit Ihr Cyber-Interface an den Upgrade-Einheiten in diesem Bereich aufrüsten. Es gibt 4 Arten von Einheiten im nächsten Raum. Eine für jedes Cyber-Subsystem. Statistik, PSI, Waffen und Technik. Aber setzen Sie die Module überlegt ein. Sie sind schwer aufzutreiben. Okay, das mache ich. Eben gerade habe ich hier 20 Naniten gefunden. Ein bisschen Geld schadet nie. Sehr gut. Was gibt's hier? Taste drücken. Ging jetzt ein Licht an oder ging es aus? Ja, es ging an. Sehr gut, dann lassen wir das auch an. Und schon wieder liegt hier ein Toter. Der hat 10 Naniten dabei. Naja, gut. Ich glaube, der wird sie nicht mehr brauchen. Ah, lauter Computer. Damit kenne ich mich nicht so gut aus. Ich kenne mich mit den Waffen aus. Aber ich habe hier keine. Naja, hoffentlich gibt es hier welche. Und schon wieder ein Toter. Die Raumstation scheint auseinanderzufallen. Der hat 4 Cybermodule dabei. Aber auch er, schätze ich mal, wird die nicht mehr brauchen können. Hier sind Upgrade-Computer. Da kann ich mich upgraden. PSI. Stats. Schaue ich mal nach. Stärke. Ausdauer. Psionikfähigkeit. Wendigkeit und den Cyberwert. Er steigert die Chancen beim Hacken, beim Reparieren und beim Modifizieren. Ich muss noch mal gucken, was es noch gibt. Technik. Hacken, Reparieren, Modifizieren, Wartung, Forschen. Waffen. Für Waffen bin ich immer zu haben. Diese Fähigkeit steigert die Wirkung konventioneller Waffen. Manche konventionelle Waffen erfordern Mindestfähigkeiten. Diese Fähigkeit steigert die Wirkung von Strahlenwaffen. Und diese Fähigkeit steigert die Wirkung von schweren Waffen. Das kostet 12 Cybermodule. Das ist ja Wahnsinn, wir haben nur 8. Und ich dachte, wir haben viel. Der kostet 10, also das kann ich mir sowieso mal abschminken. Zumal ich mich an den konventionellen Waffen ohnehin schon sehr gut auskenne. Was wir machen können, der kostet auch 12. Ausdauer. Ja, die Ausdauer bestimmt das Maximum an Trefferpunkten und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Strahlung und Gifte.
Dann nehme ich schon, wir haben noch genau 6 Stück. Deswegen nehme ich noch 1 Ausdauer. Und damit hätten wir genug. So, ich muss gerade mal was schauen. Okay. Gibt es hier sonst noch was? Nein, hier kann ich nichts durchsuchen. Da würde ich gerne rein. Eine Serumspritze, die nehmen wir mal mit. Aber ansonsten komme ich hier nicht weiter. Die Tür geht nicht weiter auf. Und hier? Ach, da bin ich ja hergekommen, glaube ich. Das war noch nie so mein Ding. Ach, hier komme ich auch darüber. Sehr gut. Den haben wir schon durchsucht. Und hier ist wieder ein Codeschutz. Die Tür ist von einem Code geschützt. Aber der hat's. Nee, der hat nichts dabei. Oh, da geht hier auch die 45100. Ups, jetzt habe ich Mist eingegeben. 45100. Ah, das war wohl falsch. Hacken können wir nicht. Da liegt doch was. Ein Audiolog wieder. Hey Doc, ein Überwachungsroboter kam gerade vorbei. Er hatte Befehle von Ihnen, diesen Soldaten in die Erholungskältekammer zu stecken. Ich bin kein Cyberarzt, aber ich erkenne Implantate. Sie wissen doch, dass diese Cyberdinger der Klasse R nach dem Fiasko auf der Station Citadel verboten wurden. Aber hey, ich arbeite ja bloß hier, oder? Okay. Tja, da war auf jeden Fall kein Code. Hier. 5 Naniten. Ein bisschen Geld. Aber kein Code. Also ich fürchte fast, hier kommen wir noch nicht raus. Dann gehen wir wieder dahin, da war ein Aufzug. Oh, und lauter Türen.